Großer Fußballabend gestern in Magdeburg. Tom, du warst mittendrin. Dein Fazit zum Derby Magdeburg gegen Chemnitz? Eigentlich kann man es wirklich kurz halten. Es war ein echtes Topspiel. Tolle Atmosphäre, guter Fußball, klasse Tore. Und wer den Chemnitzer FC besiegt, einer der offensiv stärksten Mannschaften, der ist als Aufsteiger wie Magdeburg wohl jetzt richtig angekommen in dieser Liga. Hätte das gedacht. Ne? Ja, fast 20.000 Zuschauer an einem Dienstagabend in der dritten Liga. Das allein war schon großartig. Beim 1. FC Magdeburg geht der Ritt auf der Erfolgswelle weiter. 2:0-Sieg gegen den bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen Chemnitzer FC. Der Aufsteiger ist nach 5 Spieltagen erstmal Tabellenführer. Der 1. FC Magdeburg tanzt. Partystimmung im schon wieder fast ausverkauften Stadion. Wenn man sich hier anschaut, was hier los ist, überragende Kulisse, überragende Fans. Und es treibt einfach immer wieder an. Der Aufsteiger im Glück, wie hier beim 1:0 Ping-Pong-Fußball im Chemnitzer Strafraum, und Torjäger Christian Beck steht goldrichtig. Chemnitz bis dahin die bessere Mannschaft, doch sie nutzen auch im zweiten Durchgang ihre Chancen nicht. Magdeburgs Torhüter Jan Glinker musste sich nur bei Finks Freistoß richtig strecken. Die Gastgeber mit Wechselglück Lars Fuchs geht frustriert, Niklas Brandt kommt motiviert und sorgt für die Entscheidung. Ausgerechnet Niklas Brandt nach Herzproblemen und OP nun wieder treffsicher. Ich freue mich wirklich, dass ich das Tor gemacht habe. Aber wie gesagt, in erster Linie, dass wir heute die 3 Punkte hier lassen konnten, und immens wichtig. Das ist schön, dass wir jetzt ganz oben stehen, das nehmen wir gerne mit, aber wir haben nur ein Ziel, und das ist die Klasse zu halten. Die kleinen Situationen, die brenzligen, haben wir einfach nicht für uns entscheiden können, egal in welcher Spielhälfte. Und ja, das ist leider traurig, dass wir hier mit 0 Punkten heimfahren müssen. 3 Heimspiele, 3 Siege, besser geht's nicht beim Aufsteiger aus Magdeburg. So, der erste Teil der englischen Woche ist vorbei. Weitere Ergebnisse gab es: Energie Cottbus gegen Osnabrück 1:2, Holstein Kiel gegen Köln 2:2, Wien Wiesbaden besiegt Werder Bremen mit 3:1 und die zweite des VfB Stuttgart verlierte heim gegen Kickers Würzburg mit 0:2. Ja, und heute Abend spielen dann noch Aue, Erfurt, Hansa Rostock und es gibt den Knaller Dynamo Dresden gegen den Halleschen FC. Auch dieses mitteldeutsche Derby überträgt der MDR live heute ab 20.15 Uhr in Sport im Osten extra. Tja, und bis morgen Nachmittag läuft noch die Wahl zum Volltreffer der Woche auf mdr.de. Diesmal geht es um diese Herren hier, 3 wieder an der Zahl. Reggie Ofosu vom Chemnitzer FC macht ein schönes Kopfballtor beim 4:2 gegen Köln. Sören Bertram vom HFC traf per Freistoß beim Sieg gegen Wiesbaden. Und Mike Könnecke von Erzgebirge Aue steuerte ein Tor per Flachschuss zum 2:1-Sieg gegen die zweite des VfB Stuttgart bei. Die Tore können sich natürlich anschauen auf mdr.de.